Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Herz Tutorial. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. So, das Thema des heutigen Videos ist, wie ihr hier oben alle lesen könnt, Hasserkommentare. Und zwar habe ich sehr, sehr viele Fragen bekommen bezüglich, wie gehst du mit Hater-Comments um und wie schaffst du es weiterhin Videos zu machen, wenn du auch Hater-Comments bekommst. Lassen wir es mal so. Ihr wisst, die interessieren mich meistens nicht, aber schaut mal, Hasser oder sonst wer das gerade anschaut. Achso, die mich unterstützen und die ich sehr lieb habe. Ihr habt es geschafft, ich mache ein Video extra für euch, weil ich euch so lieb habe. Ich liebe meine Hasser und auch meine Unterstützer. Ist auch egal. Fangen wir mal an. Also, ich habe jetzt erstmal sehr, sehr viele Videos gesehen zu Hater-Comments, zu Leuten, die, weiß nicht, rumschreien vor der Kamera. Wie könnt ihr mich beurteilen? Wieso beurteilt ihr mich überhaupt, wenn ihr mich nicht kennt? Lasst mich in Ruhe, bla 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 bla. Aber ich bleib ganz normal. Ich meine, mich interessiert es ja nicht. Aber, ja, ich wollte jetzt einfach mal anfangen. Ja, so erstmal, ich muss sagen, ich finde es irgendwie traurig. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie in der Ecke heulen tue. Aber ich finde es irgendwie schade. Ich meine, zum Beispiel jetzt, das beste Beispiel ist mein letztes Video, in dem es jetzt darum geht, um die Auffassung von Schönheit. Und da ging es halt darum, dass ich vermitteln wollte, dass jeder sich für das, was er ist, akzeptieren sollte, mit all seinen Fehlern. Und sich für das schätzen sollte, für das, was er ist oder was sie ist oder überhaupt einfach das Selbstbewusstsein zu stärken. Und ich finde es einfach traurig, dass ich auf so einem Video solche Kommentare, so Hasser-Kommentare bekomme. Ich meine, Leute, schaut doch einfach mal hinter diese Oberflächlichkeiten. So, anstatt, ich habe solche Kommentare bekommen wie, oh, du bist so schwul, du siehst so schwul aus, du redest schwul, du bist schwul, 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 10.000 Mal schwul. Erstens. Ich habe schon viele andere YouTuber, Sänger oder andere Gurus, die auch Tutorials machen, Kommentare gelesen, wie zum Beispiel, du bist fett. Und da denke ich mir, wenn man nicht hinter solche Oberflächlichkeiten wie Hautfarbe oder wenn jemand dick ist oder einfach nur anders ist, wenn man nicht hinter solche Oberflächlichkeiten schauen kann, dann muss man einfach selber wissen, für die solche Kommentare schreiben, dass du mehr Probleme hast als die Person, die dieses Video macht. Weil, ich meine, die Person zeigt sich so, wie sie ist und sie ist stolz auf das, was sie ist. Und wenn du sowas schreibst, dann musst du denken und wissen, dass du mehr Probleme hast. Überhaupt sowas äußern zu müssen. Hey, du bist fett. Ich meine, sie wird es wohl wissen. Die Person ist dick, du bist hasserfüllt. Wer von euch beiden ist der Bessere? Ich meine, sie oder er lebt sein Leben, zeigt dich so, wie er ist in seinen Videos, akzeptiert sich für das, was er ist. Und du bist die Person, die hasserfüllt ist, böse ist und meint, die Meinung zu äußern, hey, ich finde das Video schlecht, weil du dick bist, aber nicht auf den Inhalt zu achten, versteht ihr? Und ja, ich meine, schaut mal, wenn ich mir ein Video ansehe und es gefällt mir nicht, dann klicke ich einfach aufs nächste Video und schaue es mir an. So einfach ist es. Man muss nicht jedem die Meinung äußern. Ich meine, schaut mal, das klingt jetzt sehr nach Klischee, aber ich bin so aufgewachsen und ich habe so gelernt, dass wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dass man einfach gar nichts sagt. Oder, das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, behandle andere Menschen oder behandle deine Mitmenschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Wie gesagt, seid einfach freundlich zueinander. Ich meine, jeder von uns hat die Kraft, Menschen im positiven Sinne zu beeinflussen und sie in eine bessere Gefühlslage zu versetzen. Wenn jeder Mensch, klar, das lässt sich nicht vermeiden, ich lebe ja nicht in der Traumwelt, aber versucht einfach freundlich zueinander zu sein. Ich meine, ich habe ein gutes Zitat dafür. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Worte davon kenne, aber das Zitat lautet, Menschen werden sich nicht daran erinnern, was du gesagt hast. Menschen werden sich auch nicht daran erinnern, was du getan hast. Menschen werden sich daran erinnern, in welche Gefühlslage du sie gebracht hast. Und ich meine, klar, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Es gibt, und klar, man kann auch über die Probleme reden mit Verwandten oder Freunden, aber es gibt dir nicht das Recht, vor lauter Wut oder schlechter Laune, die schlechte Laune auf andere zu projizieren, dass, wenn sie sich nur ansprechen, du gleich irgendwie abdrehst und sagst, hey, ich hab keinen Bock, oder dann irgendwie ein Video anschaust, in meinem Fall, und sagst, hey, jetzt muss ich dem sagen, wie der sonst wie aussieht. Ich meine, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, und wenn ihr es nicht akzeptiert, dann es gibt andere Videos, die ihr euch ansehen könnt. Also, um das Video jetzt zu beenden und abzurunden, was ich einfach nur sagen will, seid freundlich zueinander, respektiert euch und versucht nicht immer das Schlechte in Menschen zu sehen, seht einfach nur das Gute und akzeptiert euch für das, was ihr seid und glaubt an euch, seid selbstbewusst und ja, wie gesagt,
Ich meine, das Video geht jetzt an euch, alle, die sonst welche Hater-Comments schreiben. Ich meine, überlegt's mal. Ich meine, überlegt's euch. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein kleines Update zum Wettbewerb. Und zwar habe ich jetzt die Wettbewerbspreise für die großen 10.000 Abonnenten. Ich habe jetzt 9.000 plus Abonnenten und dafür wollte ich euch danken. Also alle danke, die abonniert haben. Ich danke euch allen, die abonniert haben. Macht weiter so. Vergesst nicht, meinen anderen Kanal zu abonnieren, Tutorials Charity, der Kanal für einen guten Zweck. Die Preise, es kommen noch viel mehr Preise hinzu. Hier sind schon die ersten, zweiten, dritten Plätze. Ich weiß noch nicht, was ihr alles machen müsst für den Wettbewerb, aber ich hoffe, ihr werdet alle mitmachen. Wird auf jeden Fall schwer sein zu gewinnen, ist aber auch egal. Ich würde mich über Kommentare freuen, über positive, und wenn ich nur eins sehe, ich lösche es, nein, und ich blockiere euch. Nee, Spaß, ich blockiere und lösche solche Kommentare nicht. Und danke, Netmom-Freundin, für den Respekt. Ja, das Video ist vorbei und ich hoffe, ihr versteht meinen Standpunkt und respektiert euch einfach mehr. Und ich habe mein Zimmer jetzt aufgeräumt, meinen Schrank. Ich mache vielleicht bald eine Schrank-Room-Tour, wer weiß. Das neue Video kommt morgen vielleicht, übermorgen, morgen, Lerntipps, oder wie ihr es wolltet. Und ja, ich habe überlegt, jetzt ein paar mehr Videos zu machen, jetzt wo ich sehr viel Zeit habe und frei. Also müsstet ihr jeden Tag auf eurem YouTube-Channel eingeloggt sein, um die neuen Videos nicht zu verpassen, wenn sie täglich kommen, wer weiß. Also bis dann, hat mich gefreut und keep cool, peace und lebt in Respekt.